Ja, gegen 10:45 heute im Laufe des Vormittags ist hier auf der Landesstraße ein schwerer Verkehrsunfall gewesen, bei dem ein Radfahrer leider verstorben ist. Nach jetzigen Erkenntnissen, die wir haben, ist der Radfahrer von Bassum in Richtung Harpstedt unterwegs gewesen, auf der Fahrbahn. Hier gibt es keinen Radweg, einen gesonderten Radweg. Ihm nachfolgend war ein LKW. Der LKW hat diesen Radfahrer vermutlich aufgrund der Schatten der Bäume an der Straßenseite den Radfahrer erst im allerletzten Moment gesehen, zu spät gesehen. Er hat versucht, dem Radfahrer auszuweichen. Da aber Gegenverkehr kam, musste er dieses Ausweichen abbrechen und ist dann wieder auf seine Fahrspur eingeschert. Und mit der zu hohen Geschwindigkeit für den Radfahrer hat er den Radfahrer erfasst und in den Seitenraum geschleudert. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ein Notarzt kurze Zeit später nur noch den Tod feststellen konnte. Dem LKW-Fahrer geht es körperlich an sich gut, aber der steht natürlich unter Schock, weil das so ein Erlebnis ist, was man Gott sei Dank nicht jeden Tag hat. Ja, also im Moment ist es so, dass die Kollegen da sind, die Ermittlungen aufnehmen, die auch die Spuren sichern und alle Spuren, die zu dem Unfall gehören, sichern müssen. Denn das Ganze ist ja, wie man das auch so bei uns, das ist ein Tatort, der gesichert werden muss. Und von daher muss alles akribisch genau ausgemessen und fotografiert werden. Und nach jetzigem Stand kommt nachher auch noch ein Gutachter über die Staatsanwaltschaft, dass eben halt ein Gutachter genau den Unfallhergang nochmal rekonstruiert.